Servus, meine lieben Freunde, willkommen zum ersten Vlog 2020. Lieber Gott, warum bin ich so bestraft? Warum bin ich so bestraft? Kennt ihr das? Kennt ihr das? Mein Vater gestern, du könntest doch eigentlich vloggen. Mein Vater auch. Jetzt geht die Scheiße wieder los. Du bist aber echt einer. Ja, meine lieben Freunde, es geht wieder los, aber nicht so richtig eigentlich, ne? Wir machen so ein bisschen Corona-Kirmes, ihr kennt das, so kleinere Sachen mit Abstandsregelungen und sowas und bla bla bla. Das kommt jetzt in Gernsheim und da steht auch Schießwagen und Karussell, das war's, oder? Also von uns, ja. Und genau, das machen wir heute, da bauen wir auf und in den nächsten Wochen werden dann auch noch so ein paar andere kleine kommen, wo wir normalerweise ganz normal Kirmes machen würden. Da machen wir dann über Wochenende, zwei Tage dann auch nochmal so ein bisschen was, auch Corona-konform, bla bla bla. Und ja, das machen wir heute. Nehmen wir euch mit und ich würde sagen, let's go. 12 Sekunden später. So, wir sind jetzt angekommen. Stellen jetzt hier schon die ganzen Wagen hin. Boris ist auch dabei. Stellen jetzt hier die Wagen hin. Spargel ist auch am Start. Ich muss jetzt in die Maschine einsteigen, dann fahren wir, wie gesagt, stellen jetzt erstmal alles hin und danach. Jetzt hat schon langsam ans Aufbauen. Ja, wieder so ein bisschen Alltag, ne, gerade. Wenn auch nicht viel, aber so ein bisschen. So, noch 2 Meter vorfahren. Also wir haben jetzt soweit erstmal hingestellt. Alles gut, lass stehen. So, also hier wäre normalerweise ja Fischefest gewesen. Das wäre jetzt das letzte Wochenende gewesen. Da haben wir ja hier, wäre ja alles voll gewesen und da hinten raus hätten wir ja gestanden mit dem Schießwagen hinten vorne am Steg. Ja, das ist ja dank Corinna ausgefallen dieses Jahr. Wie so vieles anderes gibt es jetzt hier so eine kleinere Veranstaltung nochmal. Und da bauen wir jetzt auf und das machen wir jetzt. Natürlich selber anpacken, weil natürlich keine Arbeiter da sind, sondern nur wir. Schießwagen wird aufgebaut, dementsprechend gibt es auch Kerbstream. Heute ist der 5.8. Das heißt, diesen Freitag geht es dann los. Also der 8.8., 9.8., Freitag, Samstag, Sonntag. Und die Woche drauf, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, ist dann das Ganze auch. Also wenn ihr hier aus der Nähe kommt, ihr dürft mich gerne besuchen kommen. Ja? Dann können wir wieder ein bisschen schießen. Kerbstream werden wir auch machen. Von daher würde ich sagen, let's go!
zu, meine Hübschen. Wir haben jetzt hier Kinderkarussell aufgebaut. Der Chef höchstpersönlich macht sauber. Hier. Das muss man ja auch mal dokumentieren. Muss man auch mal dokumentieren, dass hier der Chef, der legt hier nur selbst Hand an, ja? Genau. Dann Schießwagen habe ich auch schon fast aufgebaut. Mal jetzt noch so ein bisschen hier die Zwischendinger rein und alles. Front steht schon, wie ihr seht. Ja, und dann muss ich ja noch den Rest jetzt noch ein bisschen machen und dann morgen sauber machen, einräumen, Gewehre machen und so weiter. Muss jetzt alles wieder hergerichtet werden. Der stand ja sogar schon einmal dieses Jahr. Und zwar auf Fasnacht in Wiesbaden. Hatten wir ja dieses Jahr noch einen Stream gehabt. Und danach fing es ja an, dass alles verboten wird. Wie gesagt, das ist jetzt hier auch nur was Kleines. Ich hätte echt gedacht, es wäre ein bisschen mehr, aber es ist nur Süßwaren, Schießen und Kinderkarussell. Ja, Freitag, Samstag, Sonntag und nächste Woche Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Und danach das Wochenende wahrscheinlich auch nochmal. Und das steht auch nicht genau fest. Aber das seht ihr dann ja im Livestream, wenn ihr dabei seid und wir dann Kerbstream machen. Hier wird nicht viel los sein. Aber wenn ihr hier aus der Gegend kommt, könnt ihr gerne mal vorbeikommen mit den Kindern, mal Karussell fahren. Und die Erwachsenen dürfen mal schießen. Dann nehmt euch noch was Süßes mit und fahrt daheim. So ein Ding ist das. Ja, so. Ja, ich mach mal was. Fertig. Let's go. So, meine Hübschen, das war's jetzt mal für heute. Wir haben jetzt, glaube ich, 6 Uhr oder so müsste jetzt sein. Ist noch nicht ganz fertig, den Rest machen wir morgen. Morgen fahren wir nochmal nach Gottlauben und zum Lagerplatz. Da bauen wir ja Autoscooter auf. Ich weiß gar nicht, ob ich es schon gesagt habe im Vlog. Da bauen wir Autoscooter auf wegen TÜV, dies, das. Und ja, da fahren wir morgen hin und dann fahren wir nochmal hierher und machen hier noch fertig. Also wir sehen uns morgen. Peace. Zweiter Tag. So, willkommen am nächsten Tag. Wir sind jetzt hier in Gottlau und bauen da heute jetzt noch fertig auf nicht. Wir legen die Platten heute noch. Und wenn wir das gemacht haben, dann fahren wir rüber zum Schießwagen und machen da noch fertig. Das ist der Plan. Noch ein paar Platten vor uns. Wir sind nur zu dritt. Das wird noch ein Weilchen dauern. Ich muss mich gleich wieder anschnauzen lassen. Achtung. Cool. Jo. Also wir legen los. Ich hole euch später nochmal dazwischen. So, meine Hübschen, gerade fertig geworden mit den Platten, wie man sieht. Das ist schon ein Unterschied zu dem anderen Autoscooter. Von dem anderen muss ich auch mal ein Zeitraffer-Video noch machen. Aber wenn ihr noch mal das Ganze hier sehen wollt, wie das mit ein paar Arbeitern mehr ausschaut, dann verlinke ich hier links oder hier oben rechts das andere Video vom Zeitrafferaufbau von dem Autoscooter. Könnt ihr euch gerne mal angucken. Mache jetzt hier noch ein bisschen Platz und dann muss ich noch da hinten an die Verlosung. Da muss ich noch meine Technik rausholen und noch so zwei, drei andere Sachen. Und dann fahren wir nach Gernsheim rüber und machen da noch fertig. So, da sind wir wieder in Gernsheim und Zwagen. Den tun wir gerade hier noch einräumen. Crush hat hier schon die Ecke ganz schön gemacht. Hängt jetzt dann noch die Wand voll. Emily ist auch dabei, hilft auch fleißig mit. Kinderarbeit, man kennt sie. Emily, macht die Arbeit Spaß? Ja? Kannst du das nochmal in die Kamera sagen? Aus rechtlichen Gründen. Macht die Arbeit Spaß? Sag's laut. Ja. Ja, ihr habt's gehört. Sie hat ja gesagt. Und ja, mach jetzt noch fertig. Ich habe die bisschen Elektronik schon dabei. Ja, in so einer gammeligen Plastiktüte. Aber ich habe das in der Verlosung alles ja noch gehabt. Von den Verlosungsstreams, die wir gemacht haben. Wenn jetzt übrigens erstmal keine kommen, weil ich stehe jetzt hier den ganzen August wahrscheinlich. Ob das letzte Wochenende im August noch mitgenommen wird oder nicht, steht noch nicht fest. Ja, ansonsten stehen wir hier komplett den ganzen August. Und dann ab September machen wir ja nochmal diese kleinen. Ja, so auch so Pop-Up-Kirmes-Dinger, da wo wir normalerweise Kerb hätten. Und ich glaube auch meistens auf dem Wochenende dann so kleiner Ausgleich, wo dann halt natürlich nicht alles steht. Die anderen feiern ja auch an sich nicht Kerb, aber so, damit wir was zu tun haben und damit vielleicht auch der ein oder andere Euro kommt. Obwohl ich nicht glaube, dass es sonderlich viel geben wird. Sehr schön. So, das ist so der Plan. Das heißt, der ein oder andere Vlog wird jetzt noch kommen. Schätze aber nicht so viele dieses Jahr, weil danach wird es das schon wieder erledigt haben. Ja, zu den Pop-Up-Kirmes werde ich wieder ein bisschen filmen. Ansonsten Livestreams, seid dabei. Gerne, wir machen Reactions auf Kirmes-Content oder zocken ein bisschen was. COD, WoW oder auf was ich gerade Bock habe. Ja, that's the plan. Ich würde sagen, wir machen hier noch fertig und dann sehen wir uns im Stream am Wochenende. Und die Emily muss pipi, das heißt, ich muss jetzt los. Also ciao, wir sehen uns am Wochenende im Livestream. Kuss geht raus. Hier, checkt's nochmal ab.